Wir haben ja eine statische Fragestellung, die sich in der Antwort in einer hohen Komplexität weiterentwickelt. Das, was schon mal gesagt wurde, wird ergänzt in diesem Preis, wird immer weiterentwickelt. Dieser Preis wird dafür sorgen, dass wir ein großes Konvolut an historischen Statements bekommen. Der Vonovia Award für Fotografie ist ein Seismograph für Thematiken, die unsere Gesellschaft international umtreibt. Es ist sofort ein Spiegelbild da, was sind Problematiken, wo müssen vielleicht auch Lösungen gefunden werden. Das ist schon sehr besonders. Es war sehr schön zu sehen, dass quasi dieser Preis am Puls der Zeit tickt, dass die Fotografen aktuelle Themen wie diesen furchtbaren Ukraine-Krieg aufgenommen haben und dieses Thema sofort verarbeitet haben. Das ist wichtig, dass sich die Autoren oder die Fotografin eine Stimme haben und die auch erheben, um etwas zu sagen oder zu verarbeiten. Man darf ja nicht stumm werden, also sprachlos werden wegen des Krieges, sprachlos wegen Covid, sprachlos wegen Klima, sondern das ist ja wichtig, dass man eine Stimme behält. Was mir am extremsten aufgefallen ist, dadurch, dass die Ausschreibung jetzt international war, weil sie auf Englisch war, hatten wir viele Einreichungen, die über Deutschland hinausgingen. Und das ist für uns als Jury natürlich auch ein spannender Blick, weil man dann ja über die Fotografinnen- und Künstlerinnen-Szene in Deutschland hinausblickt und sieht, was eigentlich auch in den anderen Ländern entsteht. Und das war eine deutliche Entwicklung in diesem Jahr.